Hallo Freunde des Real YouTube Sports, willkommen zurück hier auf Wolfenstein. Jawohl, mit der letzten Szene waren wir jetzt hier. Und ich habe dazu ein bisschen gewartet, ob diese grässliche Musik irgendwann auch mal sein Ende hat. Mit dem dramatischen Tod unserer zweier Schauspieler hier, die Krankenschwester, so sieht sie zumindest aus, und dann halt ihr Aufpasser. So, jetzt ist die Frage, wie kommen wir hier runter, wie kommen wir auf die andere Seite wieder hoch? Wir müssen zu dem komischen Laderoboter da. Aber es scheint, wir können nur schwimmen. Und das ist eine gute Idee, finde ich. Ich sehe aber nirgendwo eine Leiter, wo wir hochklettern können. Deswegen wird das sehr. Das gucke ich mir gerade erst um hier. Ach, die Musik nervt. Tauch mal auf, tauch auf. Schwimmen kann der auch nicht richtig. Da muss man ja tauchen, ich habe keine Ahnung. Aber unter Wasser ist er schneller als über Wasser. Ja, ich krieg jetzt will ich. Oh Gott, Fried! Da ist ein halb abgeschnittenes Seil. Da kommen wir auch nicht hoch. Okay. Nee, das macht er dann auch nicht. Finde ich geil. Richtig geil. Sorry für den Husten zwischendurch. Das ist nach meiner Erkältung. Anfang der Woche. Montag. Ach so. Da brauchen wir nur so einsteigen. Kapitel 7. Altstadt. Da. Ich muss zur Kirchenruine. Er muss dort sein. Was sie auch vorhat, es ist nicht gut. Du musst es verhindern. Dann holst du dir diese Akte. Nur noch eine letzte Hürde, Billy Boy. Nur noch eine. Und jetzt, ach so, ich muss das. Erst mir den mal vom. Muss ich das runterschießen? Moment, lass uns mal ausprobieren. Ah, okay. Jetzt muss ich wieder rüber wechseln, damit er das Ding kaputt haut, oder? Noch einer von denen, oder was? Oh.
komme ich denn jetzt an der Schlosskarre vorbei? Der gibt noch einen Sack dahin. Jetzt reicht's. So, ich muss also da noch mal schießen jetzt. Ach, scheiße, Mann, ich war doch so gut. Mann, nee. Ja, ich wollte gar nicht rein. Darüber. Also war ja doch. So, da haben wir einen Brief gehabt. Was, Tochter Julia, meine liebe Tochter Julia. Ich schreibe diesen Brief in der Hoffnung, ihn dir persönlich überbringen zu können, aber ich fürchte, das wird nicht gelingen. Na? An jenem Morgen vor so vielen Monaten war es mir so schwer gefallen, dich zu verlassen. Ich hoffe, du kannst das verstehen. Mir vergeben, denn die Pflicht für unser Land zu kämpfen zwingt mich dazu. Ich sitze in einem Haus fest. Ich habe mich vor den Monstern verbarrikadiert, die draußen umherziehen. Meine Lebensmittel reichen für einige Tage und wenn Gott es will, werde ich überleben. Aber so wird es wohl nicht kommen. Ebert hat mit Dynamit eine Steintür geöffnet. Es war die reinste Katastrophe. Fritz, einer unserer Männer, wurde von Trümmern getroffen, die von der Höhlendecke stürzen. Dann kam etwas aus der Öffnung geströmt, eine Art Gas. Fritz ist später in der Nacht an seinen Kopfverletzungen gestorben. Ich war zu jenem Zeitpunkt bei ihm. Als ich ging, hörte ein schreckliches Kreischen. Und der Sanitäter, der sich um ihn kümmerte, fing auf einmal an zu schreien. Ich rannte zurück und sah ihn. Fritz, er war wieder aufgestanden. Ein paar Sekunden zuvor war es noch tot gewesen. Er war noch tot gewesen. Das versicherte ich dir, meine Tochter.
Er bewegte sich seltsam, schlurfte auf den Sanitäter zu und schlug mit klauenähnlichen Händen nach ihm. Der arme Mann versuchte sich zu wehren, aber das tote Ding riss ihm einfach die Kehle raus. Ich weiß, das klingt schrecklich, aber ich muss es niederschreiben. Und du bist jetzt alt genug, damit umgehen zu können. Mir ein paar anderen ist Flucht gelungen. Einer der Wissenschaftler der Expedition hat mir erklärt, dass es sich bei dem grünen Gas um eine Art biochemische Substanz gehandelt hätte. Sie identifiziert das Gehirn von gerade Verstorbenen. Die sind dann in einem halbtoten Zustand gefangen und nur auf Tod und Zerstörung aus. Er erzählte auch davon, wie dieses Gas im Krieg eingesetzt wird. Aber da hörte ich ihm schon nicht mehr zu. Wenige Stunden später war er tot. Ich vermisse dich, meine liebe Tochter. Ich werde alles tun, um am Leben zu bleiben. Falls ich nicht lange genug lebe, um bei deinem Abschluss in der Mädchenbewerbung dabei zu sein, solltest du wissen, dass ich immer in deinem Herzen bin. Dein dich liebender Vater Helmut. Ja, Helmut, danke. Danke für dein Wort. Der arme Helmut, ey, hör mal. So, was haben wir hier noch? Oh, Jolt. Das ist der Joltfinger. Hi. Helm. Ich hab nicht mehr so viel, Da komme ich nicht dran, das kann doch nicht wahr sein. Weg, ja. Helmut. Oh. Geh mal hoch. Irgendwie muss ich das da einkommen. Scheiße. Hier. Ach, das ist gar nicht die Idee. Und das? Ne, brauchen wir auch nicht. Ah. Ach, scheiße. Habe ich denn da voll? Habe ich danach geladen? Ja, okay. Dann machen wir das nicht. Ja, hier ist so ein komischer Roboter. Und die Musik, die treibt ja zum Wahnsinn. Ich dachte, das wäre Schaffe zur Munition. Ah! Oh mein. Wir sind ja vorhin von hier unten noch gekommen. Schauen wir uns hier mal um. Eieieiei. Artikel. Wolfsburg hilft verschwundenen Soldaten. Das Krankenhaus von Wolfsburg kümmert sich wie viele andere Krankenhäuser im Land um die Behandlung und Therapie im Kampf verschwundener Soldaten. Chefarzt Dr. Franke berichtete unserem Reporter, welcher großer Stolz ihn erfüllt, weil er sich um die Kriegshelden kümmern darf. Ich gehe jeden Tag mit großer Freude ans Werk, denn ich weiß, mit meiner Arbeit kann ich diesem Patrioten helfen. So der Doktor. Diese Jungs wollen nichts anderes, als wieder auf die Beine zu kommen und wieder an die Front zurückzukehren. Und die Ärzte und Schwestern hier sind dankbar für die Chance, sie dabei zu unterstützen. Auch Dr. Franke ist die schwindende Zahl der verwundeten Soldaten im letzten Jahr aufgefallen. Es ist offensichtlich, dass wir den Krieg gewinnen. Ich hatte noch nie so wenig Patienten wie zurzeit. Freut sich Dr. Franke mit einem Lächeln. Ganz geiles Lächeln. So. Was haben wir? Oh. Sorry für den Husten. Ich hab's ja gesagt. Ich bin noch nicht ganz aus meiner Erkältung raus. Komm schon.
Altstadt. Die Altstadt von Wulfsburg datiert aus dem 11. Jahrhundert, als der Ort nach dem großen Feuer neu errichtet wurde. Also Freunde, ich weiß noch nicht, warum das die ganze Zeit immer Wulfsburg genannt wird, obwohl das Wolfenstein, Wulfsburg, naja, also mit viel Fantasie kann ich mich damit einigen. Wieder etwas betätigen. Ja. Also wie soll ich denn auf den Marktplatz kommen, wenn hier ständig immer alle überall was zu ist? Okay. Dann gehe ich jetzt mal. Hallo, ich will da rauf. Oh, geht doch. Was haben wir hier? Ah. Na, hier kommt man nicht rein. So, dann gehen wir hier runter. Ja, ist ja gut. So, machen wir wieder. So, so, alles gut. Können wir mit dem Auto. Alter, schönes altes Moped, ey. So, was ist wo jetzt? Herr Ober, drei Bier bitte. Oh, schreck mich da nicht so. Oh ja, okay, das war wahrscheinlich Scharfschutzmunition von hier oben aus. Kriegst du bestimmt auch Gold. Hier fliegen sie wieder überall runter. Runter. Warte mal, der alte Schrotflint hier. Wie viel haben wir denn davon? Mal nachladen. Können wir auch hier die Moon mitnehmen. Wo war denn die Munition? Ich habe die doch gerade hier irgendwo gesehen. Ich konnte es doch nicht aufheben. Eieiei. Was war das hier? War doch gerade was. Oh, Ja, Kessler. Wie sieht's bei Ihnen aus? Ich bin in der Luft. Habe einen Zeppelin gekapert. Bin unterwegs in die Hauptstadt, um die Flugblätter abzuwerfen. Sie sind verrückt, Kessler. Ich weiß, ich werde das nicht überleben. Komisches Gefühl, zu wissen, dass es bald zu Ende ist. Aber ich fühle auch eine gewisse... Sagt man doch. Glückseligkeit. Ich hoffe, dass es Ihnen eines Tages auch so geht. Das hoffe ich auch.